Ah, ja. Ganz vorzügliches Schiffchen. Ich denke mal, da können wir bestimmt was mit anfangen. Ja, schleichen wir uns mal so ganz vorsichtig hier lang. Hoffen wir einfach mal, damit hier keiner in der Nähe ist. Sollte ja nicht der Fall sein. So, schnell die Leiter noch hoch. Ach, herrlich. Ja, das wird ein schönes Prachtschiffchen. Damit komme ich locker wieder an die Küste. Okay, mal gucken. So. Ich werde bestimmt noch das Ding hier hochfahren müssen. So, Leute, da sind wir ja wieder auf unser Schiff, du. Der Oh Captain? oh. Oh. Sag mal, Was wer bist du denn? ist das denn für eine Landratte? oh. Ich glaube, der braucht ein bisschen medizinische Behandlung. Oh je. Wo ist der? Reichtum, Macht und Ruhm. Unbekannte Schätze, Juwelen und Edelsteine zieren das große, weite Meer. Unter allen Piraten gibt es ein Schiff, eine Mannschaft, welche die sieben Weltmeere erobern wird. So, mein Junge, rauskommen hier aus Eck. Okay. Lustige Geschichte. Ich habe das Schiffchen gesehen und dachte mir so, ich wollte eigentlich zurück ans Land, also ans andere Ufer. Nicht das andere Ufer, ja, aber ein anderes Ufer halt. Also da, wo Leute sind. Nicht ihr, sondern andere Leute wie ihr. Ist das soweit verständlich oder muss ich mich weiterhin geht in Worten verhaspeln? Captain, ich kenne einen guten Freund, der würde für eine Niere sehr viel Geld geben. Arzt, wir sollten nicht so hart drastische Maßnahmen auspacken. Wir stecken ihn Captain, erstmal in den ihr seid Knast. Fremder auf unserem Schiff. Ja. Wir Krass, stecken ihn krass, krass. erstmal in den Knast. Moment, 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 ich kann mich, Moment, ich, Ja, du hast angegriffen. Knast. Kokosnuss? Ab. Oh, Kokosnuss. Oh nein. Kokosnuss? Kokosnuss? Bin schon voll, hab schon Kokosnuss. Oh, das ist, Kokosnuss? Na gut. Ja, okay. Ich habe schon für Leute für weniger über die Planke gehen lassen, aber Okay, du okay. bist akzeptiert. Okay, hört zu, hört zu. Ich Ich werde weiß, trotzdem für Knast. wir haben gerade einen ruppigen Start. Okay, ich verstehe das. Wir machen Folgendes. Ihr setzt mich an irgendeinem Ufer ab. Ja, also irgendwo, wo Zivilisation ist. Und ich gebe euch erstmal das, was ich habe, soweit. Ist das ein Deal? Na gut, das ging schneller, als ich erwartet hatte. Relativ. Japan, spiel ihm eins deiner besten Ständchen. Schlesi, wir machen oben schon mal das Schiff startklar. Ei, Captain. Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie so ein Musikenthusiast sind. Ob Sie es glauben oder nicht, aber ich habe selber ein Musikgerät. Ah, Captain, das Munitionslager ist geplündert. Ist das normal, dass bei euch alles hochgeht? Captain, ich wäre immer noch dafür, dass ich seine Einzelteile an Freunde von mir verkaufe. Wir gucken mal, wie er sich so macht auf seiner ersten Seereise. Ah. Womit habe ich den Scheiß hier nur verdient? Hey, das ist eine Ratte. Lol. Wo ist Fridolin Nummer 24? Und sonst Da so ist er wie. ja. Da ist er, mein kleiner Fridolin Nummer Also, 24. wie ist das hier bei euch? Seid ihr öfters unterwegs? Oder. Fridolin, Botschafter aus! Ich meine, haben so Piraten an sich, nicht? Ach, ihr seid Piraten? Ah, das ist ja ein schönes Ding. Ja, nee, sieht man, dass ich am großen Schiff und Ja, na gut, ich Amerikaner. sag mal so, mein Onkel hatte auch ein großes Schiff. Und dann war's kaputt. Ich schneide ihm Hä? gleich ein Bein ab. Männer, wir sind gegen den Fels gefahren! Ja, Captain, mal, Sie sind Flickt unfähig. die Löcher! Erstmal Ballast abwerfen hier. Kommen Sie Ich die könnte. Kanone Ich rein. könnte Ich helfen. Lass dir den ja auch Jungen aus wieder. dem Kerker! Niemals! Doch! Ich könnte mithelfen, dann würden die Löcher geflickt sein. Ich meine, mein Opa war Schreiner. Nun, dann ist das wohl das erste und letzte, was ich in meinem Leben tun werde. Aber hey, immerhin habe ich eine Kokosnuss. Ran an die Arbeit, flick die Löcher! Aye, aye, Captain. Wisst ihr, was seine Fähigkeiten gut unter Beweis stellen würde? Wenn wir in einen Sturm segeln. Ich hätte jetzt Marathon gesagt, aber das ist auch okay, denke ich. Das ist auch akzeptabel. Ei, Fremde. Wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ja, es ist ein guter, es ist eine sehr gute Frage. Ich habe viele Namen, ne? Mal hieß es, was machen Sie in meiner Wohnung? Dann hieß es auf einmal runter von meinem Schiff. Ich habe viele Namen, ja, ich bin weit verbreitet, aber Sie können mich Lözerk nennen.
Okay, Löhr sagt, das schreibe ich denn auf ihre Niere rauf, wenn ich die verkaufe. Danke. Die See heute ist ganz schön ruhig. Ich meine, es hat Wasser so an sich. Oh nein, Jungspund. Es gibt wilde Zeiten auf dem Wasser. Sehr wilde Zeiten. Ja, das mag gut sein. Meine Eltern haben sich auf dem Wasser kennengelernt. Captain, Insel voraus, links. Links? Insel? Links! Captain, ich glaube, sie sind wieder betrunken. Wir rammen. Anker! Wir rammen. Aber volle Kannerin, Alter. Anker ist gelichtet. Vielleicht ein bisschen spät, aber gelichtet. Captain. Ei. Ich sehe Schätze auf der Insel Bing Bong. Wo? Feuer! Hör auf Steine zu schießen! Soll ich mitkommen oder soll ich das Schiff bewachen? Ich komme mit. Bleib jetzt bei mir, ich möchte deine Nieren. Gut, okay, ich habe offiziell Angst vor Ihren Teammitgliedern. Schönen guten Tag. Sie sind. Erster Kommandant Donny. Sie haben Karies, junge Dame. Oh. Deadshot Charlotte. Guten Tag, Charlotte. Nun, ich mag zwar keinen Mann vom feinen Werke sein, aber ich kann zumindest behaupten, ich könnte uns etwas Leckeres kredenzen. Oh, Captain, ich melde Schatz gefunden. Wunderbar, die sieht doch gut aus. Ah, Vorsicht! Ah, Knochen zu verkaufen. Nehmt das Obst mit, Männer. Und die Schlangen auch. Ich höre Schlangen. Hört ihr Schlangen? Hört ihr die Schlangen auch? Gräberschänden gibt's nur einmal im Leben. Ich fange an zu schaufeln. Ich habe die Geister der Toten unärgert! Hat jemand Feuerholz dabei? Ja, habe ich. Kleinen Moment, bitte. Ich habe Hunger. Ja, überlassen Sie das mir. Immerhin kann ich mich jetzt revanchieren. Feuer brauche ich aus dem Zweiten Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg? Nun, ich kann mich auf jeden Fall revanchieren. Ich gucke mal, ob ich Sachen zu verkaufen finde. Sie sollten sich die Banane nehmen. Noch ist sie frisch und heiß. Danke. Bitteschön. Warte. Was dünkt meine nahrhafte Nase? Ich habe, mögen Sie mir vielleicht den Granatapfel aus diesem Fass braten? Ein Granatapfel aus einem Fass? Natürlich. Das ist das Gericht. Sie brennen. Ich brenne. Ach, alles gut, das ist normal. Ich brenne! Das ist die Sommerzeit, das ist normal, keine Sorge, das geht weg. Nein, Captain, das ist Captain. Sonnenbrand? Oh, ich brenne! Ah. Warum brennen wir? Captain, ich habe glorreiche Beute gefunden. Captain. Oh. Captain, bitte hören Sie mich zu. Ja. Ich habe Adipositas. Ja. Ja, den kenne ich. Den habe ich letztens erst gesehen, die Typen. Komischer Typ mit zwei Nieren, kommen Sie auch. Tut mir leid, aber das Steak muss braten. Ich nenne dich Niere. Niere, komm her. Was ist das? Captain! Keine Ahnung. Feuer! Captain! Fleisch? Nun, wir sollten rangehen. Was raucht denn hier? Hab's kaputt gemacht. Oh, das sind, Schätze. Meerjungfrauen-Smaragde, Leute. Oh. Männer! Ausbeute! Nimm doch den Schatz mit, du Affe! Captain? Ich sehe die Kiste! Will jemand Fleisch? Wir werden reich! Wo ist die Kiste? Vor mir. Wer hat von meinem Fleisch abgebissen? Ich glaube, Fridolin Nummer 26 hatte Hunger. Oh, dieses Fleisch war vollzüglich. Okay. Ja, das will ich meinen. Wissen Sie, ich war Koch. Und sie Alarm also, im Darm! Alarm im Darm! Männer! An die Waffen! Der Ronny, beschützen Sie die Beute! Ja! Oh! Aua. Fuck! Oh, ich bin so fett! Oh, ich kann nicht mehr! Schweineschenkel kann man gut verkaufen! Nein, jetzt, wenn wir so einen guten Koch an Bord haben, können wir sie auch. Männer? Aschgrauer Hüter! Arschgrau? Ja, das erinnert mich an die Krankheit meiner Uroma. Sie war auch arschgrau. Nun, ich würde behaupten. Ich habe hier irgendwie Post. Hä? Oh. Eine Notiz. Gold. Mehr Zeugs. Fantastisch, herrlich. Kann man den hier aufnehmen? Männer! Hallo?
ein Explosionsfass. Wisst ihr, wie man mich nannte damals? Ups. Es gab da eine kleine Fehlfunktion beim Explosionsfass. Hat uns alle getötet. Deine Niere, sie ist nicht mehr reif. Ich würde nicht sagen töten, ich würde eher sagen, ich würde ganz gerne... Deine Niere ist nicht mehr reif. Ich würde ganz gerne einen Pakt mit euch schließen. Immerhin, ihr habt mich mitgenommen, deswegen... Ich möchte, dass wir einander jetzt gebunden sind an dieses Schiff und auch als Crew. Aber müssen wir dich binden, damit wir weit rauskommen wieder, oder was? Na, das heißt wohl ja. Okay. Teil der Crew, Teil des Schiffs. Abmarsch. Nun, so, wir kommen zurück. Hol nochmal die glorreiche Beute. Captain, ich habe eine Munitionskiste. Ich brauche noch einen zweiten Mann. Ich habe noch was Geileres gefunden. Ich bin auf dem Weg, immerhin. Bin ich Teil dieser Mannschaft. Kommen Sie her. Ich habe hier Trunken. Okay, Captain, kommen Sie her. Jochon, du sollst nicht trinken, wenn wir an Deck sind und bald losfahren wollen. Du hast mich angekotzt. Okay, Sir, ich weiß. Sir, ich weiß, Sie wollen meine Niere. Ich weiß, Sie wollen nicht, dass ich in Ihrer Nähe bin, aber Sie brauchen Hilfe beim Tragen, also helfe ich. Das ist ja. Ich sehe dich. Captain, haben Sie vielleicht eine Magentablette für ihn? Er sieht nicht gerade gut aus. Ah, ein bisschen Salzwasser tut immer gut. Ja, soll ein altes Hausmittel sein. Gleich neben der Kugel im Kopf, das hat mir meine Tante Fred immer gesagt. Ihre Tante Fred? Es ist eine seltsame Familie, in der ich gelebt habe, okay. Ja, ich würde einfach behaupten... Muschelmänner! Ihr macht das schon, ich glaube an euch. Meine Leiche. Jeder Schuss ein Treffer, so lobe ich mir das. Ist sie nicht schön? Wer ist schön? Mein Schiff. Wie heißt denn das gute Schiff, wenn ich fragen darf? Immerhin war ich ja so unhöflich. Die F.A. Gulasch. Wie F.H. Gulasch. F.H. Gulasch, Entschuldigung. Captain, hören Sie auf, so viel Grog zu trinken. Erst den Moment, okay. Kann ich dafür. Lass mich in Ruhe. Er denkt auch immer, er sei so ein Captain Barbossa, deswegen hat er sich auch einen Affen gekauft für teuer Geld. Er wollte schon fast die ganze Schrift dafür verkaufen. Lass Johnny Junior in Ruhe. Er ist ein ehrenhaftes Mitglied dieser Crew. Ich gehe in meine Kabine. Ich bin zu voll für sowas. Keine Sorge, ich kann es nicht übernehmen. Nein, nicht den neuen fahren lassen. Keine Sorge, ich habe fahren gelernt auf... So schön wie ein Schaschlik in den Arsch. Captain, ich glaube, da vorne ist ein Ford. Hä? Captain? Ein Ford Fiesta. Ich hatte den Kelch im Arsch. Also Captain, dass ich das richtig verstehe, wollen wir das Ford also nicht plündern? Wir wollen das Ford plündern, bloß Jochon lässt mich nicht an meine Steuerrad. Oh Gott, was trifft das gleich? Captain, da kommen Kugeln. Macht euch an die Feuerposition, Männer. Aye, aye, Captain. Captain, machen Sie den Scheiß hier, ich gehe voran. Vorderes Segel untern lassen. Senior, ihr kommt mit. Was macht denn der Neue da drüben schon? Überraschungsangriff. Obwohl, mir gefällt sein Einsatz. Anker! Komm her, Neuer. Dreh dich um. Komm zu mir. Hier ist ein Leiter. Herrlich. Wunderbar. Verspreche dich, dass du noch mit deinen Nieren klaust. Alle mal an Land! Wir haben ein Fort zu plündern. Okay, so wie es aussieht, haben wir eine Möglichkeit, da unten reinzukommen. Wir müssen bloß den Eingang finden. Viele Schiffe. Männer, beeilt euch, packt alles ein, was ihr tragen könnt. Dahin den Seeschrein. Ihr alten Schlingel. Ey, ich hab schon gegen Leute gekämpft, die waren härter als ihr. Ich hab die Schlüssel zur Festung gefunden. Heureka. Captain, kommen Sie hoch. Wo ist Lüssack? Gerade eben wieder zurück aus dem Reich der Toten. Perfekt. Kommen Sie mit mir hoch. Wir holen uns auch den Rest und dann verschwinden wir so schnell es geht.
Schatzkammer. Ja, ich habe eine Schatzkammer gefunden. Ich brauche eine Schlüssel. Danke. Ich habe eine leere Truhe, da können wir alles reintun. Hab eine Abkürzung gedingst. Abkürzung geöffnet, Leute. Der Kapitän der Festung ist hier. Umzingelt ihn, Männer! Gebt ihm Zunder! Ja, da ist er, Johnny. Wir haben ihn! Ja, Schlüssel. Mitkommen, Leute, Männer, alle ran hier. Jetzt aber schnell. Guckt jemand draußen beim Schiff, ob da alles in Ordnung ist? Boah, so ein Gebäude. Alter. Oi, oi, oi! Ah. Oh, warte, dafür brauche ich. Ah! Oh. Ei, 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 ei. Das ist ein Bild für die Götter. Schatzo. Okay, Männer, wir stecken alles ein, was wir kriegen. Warum sind die Geisterkisten in der Kajüte? Das leuchtet doch. Fahrt! Hä? Lasst ihr euren Captain zurück? Hörst du mir auch mal zu? Captain! Nein! Captain, nehmen Sie meine Hand! Als ob du das nicht mehr geschafft hast. Männer! Hau die Bremse hin, Captain! Ah! Greifen Sie meinen Arm, kommen Sie mit. Danke. Ich schaff das schon. Ich schaff das. Hoch mit Ihnen, Captain, Sie sind ja ganz verschwitzt. Bin ich lang nicht mehr geschwommen. Captain, Sie haben einen Affen. Ich weiß, das ist Johnny Junior. Oh, das ist aber sehr schön. Danke, ist er nicht süß. Setzen Sie ihn an meine Seite. Natürlich. Kein Problem, Captain. Wer ist ein süßer kleiner Johnny Junior? Du bist ein süßer kleiner Johnny Junior. Schlesi, wag es dir. Captain? Oh, Johnny? Schlesi? Nein! Johnny Junior? Boah, Captain, ich habe eine Überraschung für Sie. Gucken Sie mal. Hinter Ihnen. Ich habe Ihnen einen zweiten Affen gekauft. Oh, danke. Das ist Charlie Junior. Stimmt mir ein Liedchen an. Was Erfreuliches. Du bist nun Teil der Crew. Und darauf stoßen wir jetzt an. Ich sehe den Hafen in der Ferne. Es wird nicht getrunken, bevor wir dich angedockt haben. Und dafür stoßen wir jetzt an. Ich habe das Gefühl, gewisse Töne werden hier nicht getroffen. Ich habe das Gefühl, da hat jemand wieder zu viel Grog getrunken. Gibt es die Insel rum. Keine Sorge, ich setze mich auf die andere Hälfte, dann können wir zusammen gucken. Vorderes und hinteres Segel einholen. Um die Insel rum. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Ich habe einen Haken an der linken Seite. Zählt das als rechts? Ei. Alter, ich möchte gerade meinem Captain so hart in die Fresse schlagen. Rechts. Captain? Wir fahren immer noch ein Schiff und kein Panzer. Captain, bitte mal Erlaubnis Handbremse anziehen zu dürfen. Nein, noch nicht. Segel vorne, Segel hinten einholen, mittleres Segel auf halbem Mast. Nee. Noch ein Stück. Nun denn? So, Zeit, ich bringe die glorreiche Beute hoch. Die ihr könnt verkaufen. Es wird Zeit, die Beute zu verkaufen. Ich hab letztens mit jemand anders auf der Hohen See haben wir eine. Was war das? Ein Fass der 1000 Grogs. Gefunden. Wenn man das berührt hat, wurde man sofort betrunken. Man hat komische Musik gehört. Es ist das Langweiligste am ganzen Piratenleben. Also es ist das Beste, aber auch das Langweiligste. Dein Geld einzukirchen. Schön Fisch, Stiff. Das erinnert mich an damals. Mein Bruder war Farmer, ich musste viele Sachen schleppen. Ihr Bruder war Farmer? Wie gesagt, er war besser und dann... Wir reden nicht drüber. Es war ein ganz normaler Farmertag, bis er vom Kraken erschlagen wurde. Es war eine Meeresfarm. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum er einfach nur Saatgut ins Wasser geschmissen hat, aber gut, okay. War Ihr Onkel vielleicht Alkoholiker? Nein, das war meine Tante. Oder war es doch mein Onkel? Ja, schwer zu sagen. Meistens sehen sie alle gleich aus. Sind Ihre Eltern Geschwister? Wir haben einen sehr einstimmigen Kreis. Okay. Hat ihre Familie funktionierende Nieren? Ich würde behaupten, dass mein Onkel Karl mit seinen drei Nieren doch schon einen kleinen Vorteil uns gegenüber hat. Vorzüglich, Sie müssen mich mal Ihrer Familie vorstellen. Wenn ich wüsste, wo Sie wohnen, sehr gerne.
Ich kann das herausfinden. Warum wissen Sie nicht, wo Ihre Familie wohnt? Ja, wissen Sie, wir haben Verstecken gespielt, ich bin auf die hohe See gegangen und plötzlich waren sie weg. Wollten ja. Ihre Familie sich schon öfter loswerden? Nicht, dass ich wüsste. Alles gut, mein Vater wollte mich auch immer loswerden. Haben wir noch irgendwas rumzuliegen, was verkaufbar ist? Das ist das Letzte hier, glaube ich. Oh, nun, ich würde sagen, das war doch ein relativ akzeptabler Verdienst. Ah. Trautes Heim, Glück allein. Ja, es ist wirklich sehr schnuckelig hier, muss ich sagen. Hat was. Oh, eine Spieldose. Captain, eins ihrer Crewmitglieder kotzt die Taverne voll. Nun, ich glaube, ich setze mich erstmal hin. Captain, ich wurde angekotzt. Ah, wo ist das Fass zum Nachfüllen? Ich würde einfach mal behaupten, sie sollten vielleicht weniger trinken. Ich würde sagen, dann Zeit für ein schönes Feierabendbierchen. Captain, Sie müssen das Schiff ein bisschen stabil halten, hier schwankt schon alles. Ist der Schlesi? Ja, ich sitze. Wollt ihr alleine pissen oder was? Ja, ein bisschen links. Ein bisschen rechts. Wir haben hier so ein Loch gefüllt. Ein bisschen links. Klein wenig rechts noch. Wie macht's mit der Neuling? Kann gut trinken auf jeden Fall. Ich könnte auch noch was vertragen. Hey Captain, gucken Sie mal, was ich gefunden habe. Captain, Feuer. Ups. Kommen Sie mal ganz kurz mit. Ich möchte Ihnen ein kleines Einweihungsgeschenk machen. Jetzt, da alle Crew sind. Legen Sie sich hier mal rein. Oh, schönes Bettchen. Na, ausruhen könnte ich mich. Also, jetzt gebe ich Ihnen ganz kurz eine Spritze. Jetzt werden Sie vielleicht etwas schläfrig. So. Dann werde ich ein Spiel hier machen. Ich werde es da machen. So. Ich habe Sie schon lange nicht mehr ein Instrument spielen hören. Was passiert? Für meinen Lieblingssong, da hole ich doch meine gute alte Laute raus. Na, wie fühlen Sie sich? Leer. Hey, ja, was ist meine Hose? Ich habe Ihnen auch eine Niere entzogen. Die werde ich jetzt auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Teuer Geld. Männer! Lasst uns noch mal die Instrumente anstimmen. Ein letzter Song zum Abschluss. Ja, das war's dann halt. Und so bin ich dieser Crew beigetreten. Das wird ein wildes Abenteuer. Ein sehr wildes Abenteuer.